Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Valhalla. Hey, hallo, wie geht's dir? Na, ich muss auf jeden Fall zu dem Händler, um wieder Sachen zu kaufen. Tag zum Angeln. Wieder um die typischen Sachen zu kaufen, das Dorf verbessern und dann was erst mit Randvi reden. Was solltest du kaufen? Dim 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 dim. Wie lange das immer dauert, ne? Fast 10 Sekunden. Wie wäre es so schlimm, wenn du alle kaufen einfach hast? Auf Rechtsklick oder so? Auf jeden Fall. Ist das dann alles? Ja. Nun muss ich. Lass dich mal wieder blicken. Hauptsache erstmal was kaputt gemacht. So, ich meine, hier hinten konnte ich noch was verbessern. Yep. Und wenn? Ich habe 270, da kann ich sicher noch was verbessern, wenn irgendwas ist. Das gibt's nicht. Zeig es mir. Ist aber nicht, weil ich den einen gesagt habe, er soll nicht mit hierher kommen. Da. 1290 da hinten. Ansonsten habe ich, glaube ich, immer noch genug übrig. 270 minus 90. Ja, kannst du ja ausrechnen. 90, 180, 270. Sprich, danach könnte man noch eins mit 90 verbessern. Dann gehe ich hier auch nochmal gleich rein. Wo habe ich es denn markiert? Ich muss sehen, was du siehst. Da. Theoretisch könnte ich jetzt noch einen 90er verbessern. Das habe ich ja schon ein paar Mal gerade gesagt. Okay, zu wenig Vorräte. Dazu muss ich ja eigentlich goldene Dinger. So, Maximum. Dann jetzt die aufs Maximum bringen noch, ne? Rüstung haben wir perfekt. Mahlzeiten. Ist auch nicht verkehrt. 9 Titanium. So. Okay. Wissen wir doch wesentlich mehr noch. Vorräte sammeln. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach ja, Festmahl. Wie immer. Ist natürlich ärgerlich, dass mir 1100 fehlen. Das sind aber echt viele Reichtümer, ne? Wenn nicht jeder Reichtümer gibt dir Vorräte. Grüße, Eivor. Der Orden in Winchester ist nicht mehr. Aber wir sind dort nicht mehr länger willkommen. Ich verkehrte mit König Alfred höchstpersönlich. Der Orden wollte seinen Tod. Er hat sich gewehrt. Alfred? Die Grenze zwischen Freund und Feind scheint unbeständig. Naja, Bündnis geschlossen ist nicht wirklich, ne? Okay. Erreiche 6.
Das muss ich machen. Töte alle Ordensmitglieder. Ehefrau Vichir. Triff Halftan bei der königlichen Halle. Okay. Ist etwas vorgefallen? Du solltest selbst mit ihm sprechen. Okay. Eivor, die Zeit ist gekommen. Unsere Zeit. Unsere Zeit wofür? Mein letzter Ruhm steht bevor. Dein letzter Ruhm? Ich mag gar nicht fragen, was du damit meinst. Rede ich undeutlich? Meine Zeit in Midgard ist vorüber. Ich will endlich die Hallen meiner Vorfahren sehen. Falls du sterben willst, dann nicht durch meine Hand. Ich rede nicht vom Tod, Eivor. Ich rede vom Leben. Vom Leben und nie endendem Ruhm. Mhm. Interessant. Ich weiß, dass ich die letzten Wochen im Nebel verbracht habe. Ich weiß, ich spreche Worte, die du nicht begreifen kannst. Doch ich bitte dich nur noch einmal, mir zu vertrauen. Auf meiner letzten Reise, zurück nach Nordwege, um meinem Vater Lebwohl zu sagen und mein Schicksal zu erfüllen. Zurück nach Nordwege? Das muss ich mit Randvi besprechen. Wenn du meinst. Ich erwarte deine Antwort unten am Hafen. Lass mich nicht warten. Okay. Wie schön, dich zu sehen. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Vielleicht wird es Zeit, nach Nordwege zurückzukehren. Sigurd will seinen Vater sehen und wer weiß, was uns dort noch erwartet. Ich hörte im vergangenen Jahr Schlimmes über Styrbjörn. Wenn du gehst, pass auf dich auf. Ja, ich kann das ja schon mal auswählen. Aber ich will ja jetzt noch nicht hin. Ich will vorher das Dorf verbessern, alles. Wir werden jetzt abreisen und zurückkehren, sobald wir können. Gut. Und gebt auf euch Acht, ihr beiden. Okay, da führt mich die Story hin. Aber wie gesagt, verlorener Ruhm. Und ich rede jetzt einmal mit dem, unserem Freund da. Damit wir den letzten vom Orden aufdecken, damit wir das auch schon mal abschließen können. Und dann würde ich gerne... Ich habe Winchester vom Orden befreit. Aber dafür musste ich mit König Elfred zusammenarbeiten. Dein armer Mitstreiter Christi führte dich zu Westsexes König? Höchst seltsam. Er oder sie scheint mit dir zu spielen. Mhm. Diese Kodex-Seiten. Warum kann ich ihm nicht die Ordensiegel geben? 6 Kodex-Seiten. Okay. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, ich habe 5. Wie kriege ich die 6. Das interessiert mich jetzt. Wie kriege ich die 6. von dem Vater? Okay, ich habe jetzt gerade mal schnell Google nebenbei aufgemacht. Das letzte und höchste Ordensmitglied wird erst freigeschaltet, wenn alle anderen 44 Ziele tot sind. Also, ich würde sagen, es sind alle tot, oder?
Kann hier aber nichts machen. Codex, muss ich hier irgendwas nachgucken? Datenbank? Nee. Hauptplätze, Personen. Kopierung. Gegner. Hatte ich auch schon alle. Ne, Tutorials brauche ich jetzt nicht durchgehen. Angeln, wow. Inventar. Hier noch irgendwas, was für mich wichtig ist? Ich habe 14. Naja. Natürlich habe ich davon nur 14. Ich würde hier mal einen kleinen Cut machen und nachgucken, warum das irgendwie gerade nicht geht. Also, das Problem ist, es ist bei einigen immer noch buggy die Quest und bei mir auch. Normal müsste halt haben hier vorm Langhaus stehen, hier irgendwo, und ich müsste ihn da mit ihm reden und dann würde er mir die Quest geben, den Vater zu töten. Da steht, setze deine Story fort. Ich habe aber soweit die Story schon fortgesetzt, wie man es eigentlich machen müsste. Deswegen dachte ich mir, machen wir uns jetzt eigentlich auf der Suche nach den letzten Codex-Seiten. 3 von 6 habe ich. Wir müssten ja eh zu dem hier hin. Und hier unten gibt es auch noch dann den Eingang zu der zweiten Seite. Und da begeben wir uns jetzt einfach mal hin. Ich denke mal, holen die letzten Codex-Seiten. Dann holen wir uns die letzten Vorräte, dass wir das Dorf auf 6 kriegen, und dann verlasse ich erst mit Sigurd das Land, das wir dem Vater leider nicht holen können. Hoffe ich, wird noch rechtzeitig gefixt, wie ich das Spiel zocke. Aber ich kann dazu halt nichts versprechen. Ist natürlich mega ärgerlich, wenn man, finde ich, so viel auch Zeit investiert hat, die ganzen zu abzugrasen, sage ich mal, die ganzen Leute. Und am Ende kommt nichts bei raus. Ich weiß nicht, ob ich im Dorf hätte kaufen können, wo ich die Vorräte finde. Das weiß ich gerade gar nicht. Wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Hier geht's rein. Ich habe mir aber nur angeguckt, wo es reingeht. Mehr habe ich mir auch nicht angeguckt. Jetzt tauch! Danke. Ja, guck mal. Oh ne, das war dann nicht die Codex-Seite. Okay. Ja.
Ah, da ist die Codex-Seite. Okay, hier ist noch irgendwo eine Truhe. Die holen wir uns jetzt erstmal. Ja, die Barren sind gar nicht so wichtig. Aber vielleicht könnte man dann noch so einiges rausfiltern, wenn ich mir die ganze Sache kaufe. Wo Barren sind, wo keine Barren sind, dass wir nicht unnötig dann suchen. Da hinten. Leider, guck mal, war das jetzt Eisenerz? Natürlich ist sowas an sich nicht schlecht. Aber ist nicht das, was ich brauche. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal eh generell alle Magisterseiten. Dann hätten wir das abgeschlossen. So, ich habe 1, 2, was habe ich jetzt alles? Ups, nee, Inventar war schon richtig. Eins, zwei, drei, vier, okay. Also fehlt mir tatsächlich nur die 5 und die 6. Okay. Dazu müssen wir nach East Sexe schon mal. So, East Sexe. Hier unten ist irgendwo East Sexe da. Ne, das ist Englala. Das ist East Sexe. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall hier hin. So, und dann ist das ungefähr hier. Ist auf jeden Fall hinter die Mauer hier. Ob. Meine ich. Oder? Guck nochmal gerade nach, nicht, dass ich mir jetzt. Nee, sorry. Falsch. Wurde markiert insgesamt, wo sie ist. Auch nicht, wo der Eingang ist. Ist hier irgendwo. Genau, hier durch. Hopp. So.
Danke für dein Silber. Okay, hier in die Richtung ist nichts. Interessant. Ja. So, da haben wir da den Schlüssel. Das sind viel hin und her getauche. Okay, ich dachte, hier kommt man durch. Einfach rüberklettern, okay. Da haben wir doch. Ne, war doch nicht die Codex-Zeit. Da haben wir die. 5 von 6. Kapuze der verborgene Schlüssel, danke. Hallo, jetzt hopp, ins Wasser. Ah, Junge! Was hast du? So manchmal ist die Steuerung echt buggy im Spiel. Oh, ein Kupfernickelbarren. Achso, ja, eigentlich muss ich ja eh nicht so rausgehen, weil ich muss ja eh einmal gucken. So, wir müssen nach Winchester mal wieder. Tada. So, Winchester. Und zwar weit nach links. Okay, und zwar ist das der Eingang wohl.
Wow, jetzt lässt du dich fallen. Kann ich wenigstens was verbessern, mal so langsam? Kann meinen Bogen verbessern. Den Köcher. Bin ich wichtiger. Tja, irgendwie hatte bisher immer was in diesen Tunneln mit Tauchen zu tun. Nicht nur versperrt, auch noch so ein dummes Ding da vorgestellt. Ups, nein, ich wollte Fackel. Tja, über uns sind die Feinde. Da haben wir die sechste Seite. Zack, genau, jetzt haben wir alle Codex-Seiten. Reichtum erworben. Status-Claw durch. Ja, okay, guck mal, und dann können wir das Ganze da schon mal zurück zu unserem Dorf bringen. 5 von 6, ey, eine Verbesserung noch. Dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie freischalten können, wo ich die finde. Die Vorräte, ob ich mir die auf der Karte dann zeigen lassen kann, dann kaufe ich mir die. Wir sind schon extrem lange in der Folge, deswegen gebe ich nur noch diese... Codex-Seiten. Ab. Die Frau des Beschützers war eine Gelehrte, die Tag ein, Tag aus uralte Schriften las und ihnen die Geheimnisse der Wüste. So. Hier, deine Codex-Seiten. Alter, ich habe die Codex-Seiten, die du wolltest. Insgesamt 6. Ah, wundervoll. Wir haben so wenige Schriftstücke der ersten Verborgenen. Damit wird unser Wissen enorm wachsen. Tatsächlich könnten diese Dokumente von den Gründern der Verborgenen geschrieben worden sein. Doch ihre Namen sind uns unbekannt, verschollen. Eine bewusste Entscheidung ihrerseits, denke ich. Ich hoffe, diese Dokumente bringen etwas Licht ins Dunkel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe die Sprache nicht, in der sie geschrieben sind. Weißt du, der Schwarzmarkthändler Reda hat ein altes Schriftstück aus derselben Ära wie die Codex-Seiten, die du fandest. Sprich mit ihm, wenn du es sehen möchtest. Okay, aber das Ganze erst in der nächsten Folge, denn die hier ist vorbei. Bis dann, haut da rein.